Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, ich bin schon froh, dass wenigstens unter den demokratischen Fraktionen hier Einigkeit darüber herrscht, dass eben dieses Thema, die Risiken des Altbergbaus, wichtig sind und dass hier auch rechtlicher Handlungsbedarf besteht. Dafür erstmal herzlichen Dank. Und wenn ich mir angehört habe, was Herr Minister an manchen Stellen gesagt hat, da war ich doch über zwei Sachen etwas irritiert. Zunächst einmal werfen Sie hier in den Raum, Herr Minister, hier würden Ängste geschürt werden. Das finde ich als irgendwie so ein Generalvorwurf in so einen Raum etwas schwierig. Vielleicht können wir darüber noch mal Einigkeit erzielen, dass das hier nicht das generelle Ziel ist. Und einen zweiten Punkt haben Sie gesagt, Sie haben den Altbergbaugesellschaften so generell gedankt und gesagt, sie würden gewissenhaft ihrer Arbeit nachkommen. Ich kann das ehrlich gesagt aufgrund der Antworten, die es hier gibt, nicht beurteilen und auch so nicht sagen. Und ich interpretiere auch Aussagen, die Sie hier in der Antwort gemacht haben und die auch von der Bergbehörde kommen, klare Aussagen, dass es eben keine direkte Zusammenarbeit von einigen der Altbergbaugesellschaften mit der Bergbehörde gibt. Nehmen wir ein Beispiel. In der Großen Anfrage reagieren die meisten der Altbergbaugesellschaften nicht auf Fragen zum Thema Risikomanagement und Gefährdungsanalyse. Sie reagieren nur ausweichend. Und dann noch mal zum Thema, ob es hier einer rechtlichen Notwendigkeit bedarf, etwas zu tun. Ich möchte gerne die Antwort der RAG zitieren. Die RAG sagt, dass eine Meldepflicht von Sanierungsmaßnahmen an die Bergbehörde in Nordrhein-Westfalen nicht existiere und sie es begrüßen würde, wenn über solch eine Regelung ein Sanierungskataster bei der Abteilung Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregierung Arnsberg geführt würde. Da haben wir es doch, dass genau einer dieser Altbergbaugesellschaften das unterstützen würde, und das sollten wir dann auch mitnehmen und positiv begleiten. Und sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich ganz zum Schluss noch die Einigkeit nutzen, auch ein Augenmerk darauf zu werfen, was eben in der Anfrage, was hier in der Debatte noch nicht so groß stattgefunden hat. Wir müssen uns auch mit dem Nicht-Steinkohlenbergbau beschäftigen. In Ansätzen behandelt das diese Anfrage. Wir haben hier noch keine komplette Übersicht über Altgesellschaften und die Handlungsnotwendigkeiten. Es ist aber insgesamt viel zu tun. Das zeigt die Debatte, das zeigt die Antwort. Packen wir es gerne gemeinsam an. Dankeschön.